Ja, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Bastelkiste. Schön, dass ihr zuschaut. Ja, heute geht es um das Thema Solarspeicher, Solarbatterie oder generell Batterien, wo immer ihr auch die für benötigt. Wie baut man sich sowas zusammen? Lithium-Ionen, Lithium-Eisenphosphat-4-Batterie, 60 Watt Batterie oder 20 Kilowatt Batterie. Hier kriegt ihr genau alles erklärt, was ihr dafür für Komponenten braucht. Stichwort BMS, Batterie-Management-System, welche Größe, welche Stärke, wie errechne ich mir das und so Sachen, alles einfach erklärt, ohne viel Hickhack. Und ja, viel Spaß dabei. Ja, bevor es jetzt losgeht, hier noch der Sicherheitshinweis. Dieses Video ist rein informativ. Hier kriegt ihr eigentlich nur gesagt, welche Komponenten ihr braucht. Solltet ihr selber euch so ein System zusammenbauen, holt euch einen Elektroniker, der euch da das System zusammenbaut und unterstützt, denn Strom ist gefährlich, Strom kann tödlich sein, wenn man nicht weiß, was man macht. Ja, Vor- und Nachteile, wenn man sich so eine Batterie oder so ein Batteriesystem selber baut, gibt es natürlich auch. Die Nachteile sind einfach die, ich muss mir ja, die Batterien selber beziehen, muss dann auch einen Händler finden, der mir ordentliche Zellen liefert. Ja, wenn ich dann irgendwelche Zellen bekomme, die jetzt qualitativ nicht so gut waren, das ist halt ja, auch teilweise Glückssache. Man muss sich halt vorher informieren, die Rezension lesen. Wir haben andere Kunden Erfahrung mit diesem Verkäufer gemacht und so Sachen halt. Das sind halt die Nachteile. Man muss sich intensiv beschäftigen. Ja, Vorteile ist natürlich, es ist eine ganze Ecke günstiger, bis 60%. Und ja, wenn dann die Batterie, die man gebaut hat, wenn da eine Zelle jetzt kaputt gegangen sein sollte, kann man die natürlich wunderbar, dadurch, dass man es ja weiß, austauschen und kann dann eine günstige Zelle wieder einbauen und hat dann sein System wieder komplett. Hat man da so ein fertiges System gekauft, ja, muss man den Hersteller kontaktieren, eventuell kommt ein Service-Mitarbeiter vorbei oder man muss die Batterie einschicken. Wenn die Garantie abgelaufen ist, wie sieht es denn da aus? Kommen da enorme Kosten auf mich zu? Und das sind halt diese Vorteile, die man, wenn man sich das System selber baut, einfach hat, dass man sich da selber helfen kann. Nun, ich habe jetzt hier einmal einen Lithium-Ionen-Akku und einmal hier einen Lithium-Eisenphosphat-4-Akku liegen. Ja, Lithium-Ionen hat eine höhere Energiedichte, deswegen ja, sind die eigentlich auch gefährlicher, können anfangen zu brennen, wenn ein Kurzschluss entsteht. Aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Die meisten Solarbatterien werden jetzt sowieso als Lithium-Eisenphosphat-4-Batterie ja, gebaut. Hier geht es eigentlich um diese Nennspannung. Hier haben wir eine Nennspannung von 3,2 Volt bei der Lithium-Eisenphosphat-4-Batterie und hier bei der Lithium-Ionen haben wir 3,7 Volt Nennspannung. Und das ist halt wichtig, wenn man sich seine Batterie zusammenbauen will. Wenn ich jetzt ein 12-Volt-System bauen will, dann brauche ich hier von dieser Batterie 4 und von dieser Lithium-Ionen bräuchte ich nur 3. Denn 3 mal 3 ist 9 und 3 mal 7 ist 21, ja. Da bin ich bei 11,7 Volt. Und das wäre dann ungefähr meine 12 Volt Batterie. Hier in dem Fall müsste ich dann 4 Stück nehmen, weil 3 wäre zu wenig. Und dann hätte ich halt hier meine 12,8 Volt. Nur so, dass man es versteht. Ja, was ihr auch, ja, oder wo ihr auch drauf achten müsst, sind hier diese Angaben, die immer wieder bei Akkus von AliExpress auftauchen. Hier 9900 Milliampere für einen Lithium-Ionen-Akku ist natürlich absoluter Quatsch. Und hier bei diesem Lithium-Eisenphosphat-Akku 12.800 Milliampere, auch Quatsch, habe ich getestet, habe ich ein Video zu gemacht. Es waren, glaube ich, 5.000 Milliampere. Mehr ist in so einer Zelle nicht drin. Also lasst euch da nicht von blenden, wenn ihr euch hier so kleine Akkus kauft. Ja, das ist absolut Betrug, was da drauf steht. So, will ich jetzt meine Batteriespannung erhöhen, muss ich natürlich die Zellen in Reihe schalten. Das heißt, ich habe jetzt hier bei dieser Zelle habe ich jetzt eine Spannung von 3,4 Volt. Und jetzt gehe ich her und schließe die Zellen. Das ist hier bei den Zellen relativ einfach. Ja, die kann ich hier so ineinander schrauben. So, und dann müsste sich jetzt meine Spannung verdoppelt haben. Und ja, jetzt bin ich schon bei 6,8 Volt und so weiter. Und so tue ich jetzt hier meine Zellen aneinander schrauben und komme dann in Summe auf meine
12, Batsch Volt. Und ja, wenn man natürlich jetzt dann ein Solarbatteriesystem bauen will, muss man natürlich mit der Spannung noch weiter hochgehen. Ja, desto höher man mit der Spannung geht, desto besser ist das. Das ist nämlich immer, ja, kommt eigentlich auch immer zu kurz. Also Spannung ist so, desto höher die Spannung ist, umso einfacher hat der Strom oder umso einfacher kann der Strom fließen. Ja, das ist eigentlich der Hintergrund. Das heißt, wenn ich 12 Volt habe, dann fließt der Strom relativ langsam. Ich brauche ziemlich dicke Kabel und desto höher meine Spannung ist, umso dünner brauche ich meine Kabel nur zu definieren. Ja, das ist eigentlich so der Hintergrund. So, jetzt habe ich meine vier Zellen mal aneinander gepackt und ja, habe jetzt ein 13,7 Volt System. Das resultiert daraus, da meine Zellen relativ voll sind und im vollgeladenen Zustand hat jede Zelle 3,65 Volt oder sollte sie haben, da sollte abgeschaltet werden. Und die niedrigste Spannung, die erreicht wird, sind 2,5 Volt und da sollte die Zelle dann auch abschalten. So, und wenn wir das dann zusammenrechnen, 2,5 Volt, ja, mal 4, dann bin ich bei 10 Volt, da schaltet die ab. Und ja, damit die abschaltet, brauche ich ein Batterie-Management-System. Das heißt, im unteren Spannungsbereich muss er abschalten und im oberen Spannungsbereich muss er abschalten. Das heißt, dass sie nicht überladen wird oder auch nicht zu tief entladen wird und dann die Zelle kaputt geht. Dafür braucht man ein Batterie-Management-System. So, ich habe mir jetzt extra mal hier für das Video hier so ein kleines BMS besorgt. Ja, was ist denn überhaupt ein BMS? Ja, ein BMS ist ein Batterie-Management-System. Und zwar überwacht das System jede einzelne Zelle im System. Das heißt also diese vier Zellen. Deswegen habe ich hier auch vier rote Kabel mit dran. Und da wird eigentlich quasi der Spannungszustand überwacht im unteren sowie im oberen Spannungsbereich. Und die Gesamtspannung des Systems wird auch überwacht. Das macht das Batterie-Management-System. Das heißt, das erkennt hier, die Zellen sind voll, schaltet ab. Oder die Zellen sind leer und schaltet auch ab, um die Zellen zu schützen. Das ist eigentlich die Aufgabe des Batterie-Management-Systems. So, jetzt geht es darum, welches System brauche ich denn? Ja, als allererstes müsst ihr natürlich gucken, was habt ihr für Zellen verbaut? Habt ihr Lithium-Ionen-Zellen verbaut oder wollt ihr Lithium-Ionen-Zellen verwenden oder wollt ihr Lithium-Eisen-Phosphat-4-Batterien oder Zellen benutzen? Da müsst ihr natürlich das BMS schon mal auswählen. Das gucken wir uns auch gleich mal bei AliExpress auf der Seite an. Die zweite Sache ist natürlich, da steht ja dann immer auch so eine Amperezahl dahinter. Ja, welche Amperezahl brauche ich denn? Um was geht es denn da genau? Das kriegt man auch ziemlich wenig erklärt im Netz. Und das möchte ich euch erklären, wie ihr euch das ausrechnet. So, ich habe jetzt hier einfach mal eine Seite aufgemacht, hier bei AliExpress und habe hier einfach mal einen Hersteller ausgewählt, der hier BMS verkauft, um einfach hier mal euch zu zeigen, wo man eigentlich drauf achten muss. Und hier sehen wir schon, hier oben steht Lithium-Ionen, also das heißt, wenn ihr eher Lithium-Ionen-Zellen verwendet und wollt ein 12-Volt-System bauen, braucht ihr drei Zellen, also das 3S bedeutet drei Zellen. Das habe ich euch ja eben erklärt. Bei Lithium-Ionen braucht man drei Zellen für ein 12-Volt-System. Bei hier Lithium-Eisen-Phosphat-4-Batterien oder Zellen brauche ich ein 4S-System, also ein 4-Zellen-System, um die 12 Volt zu erreichen. Das BT dahinter heißt immer Bluetooth. So, wenn ich jetzt mir eine Solarbatterie bauen will, dann wird die mit Sicherheit nicht mit 12-Volt Batteriesystem verbaut, sondern eher mit einem 48-Volt-System. Da muss ich dann hier Lithium-Eisen-Phosphat-4-Batterien 15 Zellen in Reihe schalten, so dass ich auf meine 48 Volt komme. Und wenn man dann die 3,2 Volt Nennspannung durch die 48 teilt, dann kommt man auf 15 und das bedeutet dann 15 Zellen. So ist das eigentlich ganz schnell erklärt. So, jetzt gibt es natürlich hier unten noch was. Hier steht noch diese Amperezahl.
Ja, und da muss man natürlich wissen, welche Amperezahl benötige ich denn überhaupt für mein System, was ich bauen will. Ob ich jetzt einen Camper habe oder ich habe ja, einen Photovoltaik-Stromspeicher in meinem Keller, muss ich ja wissen, wie viel Ampere kann der. Oder was heißt kann der, muss der können. So ist es richtig. So, wie errechne ich mir jetzt meine Stromstärke oder wie stark mein BMS sein muss? So, jetzt bleiben wir mal hier wieder bei meinem 12-Volt-System, das ich habe. Ich habe hier mein BMS, was eine Stromstärke von 20 Ampere aushält oder verwendet werden kann. Und ich habe hier einen 1500 Watt Wechselrichter. Ja, jetzt ist die große Frage, kann ich dieses BMS dafür benutzen? Und die ganz klare Antwort ist nein. Und wie man das jetzt ausrechnet, das zeige ich euch jetzt. Nun, jetzt rechnen wir uns das Ganze mal aus. Also ich habe einen 1500 Watt Wechselrichter und ja, mein System hat 12 Volt. Ich teile das durch 12. Da kommt hier unten die Zahl 125 raus. Aber hier fängt schon der erste Fehler an. Ich muss ja von meiner niedrigsten Spannung ausgehen. Das heißt, ich muss ja, ja 4 mal 2,5, weil 2,5 haben wir gesagt, ist die niedrigste Spannung, dann schaltet der ab. Das heißt, das sind dann 10 Volt. Und ihr seht da schon, habe ich hier unten die 150 Ampere stehen, weil, ich hatte es euch ja erklärt, desto niedriger die Spannung ist, umso größer müssen die Leitungen sein, weil umso mehr Strom muss ja fließen, um die 1500 Watt am Wechselrichter zu erreichen. Das ist so die Logik dahinter, ja. So, jetzt rechnen wir das Ganze mal ein bisschen anders da. Jetzt haben wir wieder einen 1500 Watt Wechselrichter und haben aber ein 48 Volt System, teilen das durch die 48 und dann kommt hier unten eine viel kleinere Amperestärke raus. Das heißt, ich brauche hier in dem Fall nur 31,25 Ampere, aber ihr wisst ja, niedrigste Spannung annehmen, das heißt 2,5 mal die 15 Zellen, das sind dann 37,5, wenn ich richtig gerechnet habe. Und wir teilen das Ganze durch 37,5. Dann käme hier ein BMS raus, was ich definieren müsste mit 40 Ampere. Wobei ich euch auf jeden Fall immer dazu rate, nehmt immer eine Stufe höher, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So wird das ausgerechnet. Ist eigentlich ganz simpel, wenn man weiß, wie es geht. Also ich fasse nochmal zusammen. Also ihr müsst wissen, was kann euer Wechselrichter, der an eurem Batteriesystem dranhängt. Oder wie viel Watt zieht der? Und dann müsst ihr natürlich wissen, wie viel Spannung hat eure Batterie. Das ist auch der nächste Faktor. Und damit diesen zwei Informationen könnt ihr die Stärke eures BMSs ausrechnen. So, man kann das Spiel aber auch genau umgekehrt machen. In meinem Fall jetzt, wie viel oder wie stark darf mein Wechsellichter sein, den ich hier an mein kleines System anschließen darf? Das heißt, ich nehme da auch wieder die niedrigste Spannung an, das sind die 10 Volt. Und mein BMS, was ich hier habe, hat 20 Ampere mal die 20. Das heißt, ich habe hier unten meine 200 Watt. Also ich kann hier einen Wechselrichter, einen kleinen Wechselrichter anschließen, der maximal 200 Watt zieht. Und den könnte ich hier mit diesem BMS betreiben. So, jetzt simulieren wir einfach mal, als würden wir uns hier eine Batterie bauen. Ich habe jetzt hier eine 420 Ampere Zelle ausgewählt, Lithium-Eisen-Phosphat-4-Batterie. Und ja, wenn ich die 15 Zellen mal 420 Amperestunden rechne, komme ich auf knapp 20.000 Watt, also 20 kW Batterie. Vier Stück sind in so einem Paket drin. Ich brauche ja 15, das heißt, ich muss vier Pakete bestellen. Und ich komme hier dann auf knapp 2.200 € für diese vier Pakete und brauche natürlich jetzt noch mein BMS dafür. So, mein BMS habe ja hier mein 48-Volt-System. Lithium-Eisen-Phosphat-4 ist auch richtig ausgewählt. 15S passt auch. Und das klicke ich jetzt an und müsste da ein, denke ich mal, 120 Ampere oder 150 Ampere müssen wir jetzt mal ausrechnen, Teil bekommen. So, mein Wechselrichter, das ist jetzt die wichtige Information, ist 5000 Watt stark und den teile ich durch die kleinste Stromstärke, wie eben schon gelernt. Das wären dann 37,5 Volt.
also die 2,5 mal 15. Und da komme ich auf ja, 133,333 Ampere raus. Also das heißt, ich müsste hier ein 150 Ampere BMS bestellen für meinen Wechselrichter. Da gibt es einmal die Version mit Lüfter und einmal die Version ohne Lüfter. Wer jetzt zum Beispiel im Wohnwagen, Wohnmobil oder so ein System sich baut, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, eins ohne Lüfter zu nehmen, weil der nervt ja dann wahrscheinlich, wenn der angeht. Im Keller ist das egal, deswegen nehme ich auf jeden Fall für meine Photovoltaikanlage ein 150 Ampere BMS mit Fan, also mit Lüfter. Das kostet auch 150 Ampere, das heißt, das kommt hier noch auf meinen Betrag mit drauf. 2200 plus 150, dann bin ich bei 2350 Euro für meine 20 kW Batterie. Das ist eigentlich ein sehr günstiger Preis für so eine Batterie. Ja, kommen mit Sicherheit auch noch Kabel und alles Mögliche, was man noch braucht, noch zu. Also ich würde mal die 2400 Euro anpeilen. Und ja, so tut man sich das quasi dann aussuchen und dann auch bestellen. Ich werde in meiner Videobeschreibung natürlich auch noch ein paar Links von Händlern, wo ich denke, die sind ganz gut, ja, freigeben. Also die werde ich einfügen in meine Videobeschreibung, dann könnt ihr nachgucken, falls ihr Interesse habt. Ja, und dann denke ich, habe ich soweit alles gesagt, was jetzt erstmal interessant ist. Ich hoffe, ich konnte euch da einiges, ja, bieten jetzt. Ihr wisst jetzt einiges mehr über BMS und wie man Batterien zusammenbaut. Ja, schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch was wissen wollt, ob es euch gefallen hat. Feedbacks sind immer schön. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zu meinem nächsten Video. Tschüss.